Guten Tag. Heute spreche ich über Künste oder Künstler in Deutschland. Das Thema ist Malerei und der Künstler ist Paul Klee. Paul Klee wurde am 18. Dezember 879 in Neunkirchen, Schweiz geboren. Er war das zweite Kind des deutschen Musiklehrers Hans Wilhelm Klee und die Schweizer Sängerin Ida Marie Klee. Weil sein Vater war Deutscher, er gilt als deutsch-schweizerischer. Paul entwickelt musikalische Kompetenz wie ein Kind, weil seine Eltern beide studierten Musik. Er studiert Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in München 1898. Er bekam einen Fine Arts Degree und reiste nach Italien mit seinem Freund Hermann Haller in 1901. Er wohnte mit seinen Eltern, als er ein Jahr später kehrte. Seine erste hier gezeigte Sammlung war mehrere Radierungen, er gemacht hatte. Aber er wollte nicht wie die Konzentration auf das Ätzen. 1906 heiratete er bayerische Pianistin Lilli Stumpf. Er hatte einen Sohn 1907, named Felix Paul. Klee war ein Zeichner und viel experimentiert mit Farbtheorie. Er schrieb einige Versuche über es. Seine Vorträge hat Schriften zur Form- und Gestaltungslehre genannt, sind zu den modernen Künstlern sehr wichtig. Sie sind so wichtig, wie Leonardo da Vinci's eine Abhandlung auf Malerei zu den Renaissance-Künstlern war. Klee und russische Maler Wassily Kandinsky zusammen unterrichtet am Bauhaus der Kunst, des Designs und der Architektur. Er wurde durch Surrealismus, Expressionismus und Kubismus beeinflusst. Seine Art wird beschrieben wie in hohem Grade individualisiert. Nachdem er Alfred Kubin im Jahre 1911 getroffen hatte, verband er das redaktionelle Team des Almanachs der Blaue Reiter. Die erste Ausstellung für der Blaue Reiter war am 18. Dezember 1911 zum 1. Januar 1912 im Moderne Galerie Heinrich Tannhauser in München. Im Jahre 1914 er reiste nach Tunesien und hatte einen künstlerischen Durchbruch. Seine erste abstrakte Malerei war im Stil Kairouan. Er verwendete farbige Rechtecke und Kreise als die Bausteine von seinem anderen arbeitet. Seine Arbeit gerichtet auf Themen des Todes, der Furcht und der Träume, besonders wie er älter wurde. Er starb junge einer langsamen Verschwendungskrankheit am 29. Juni 1940 in Spanien. Ich hoffe, dass Sie mein Bloggenossen, meine Quelle sind hier. Tschüss!